So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. Wir sind hier gerade mitten im Sumpf und hier ist so ein riesiger Schädel. Den schauen wir uns erstmal an. Simon, was sagst du denn dazu? Die Schädelinsel. Bringt uns was? Schädelinsel. Frage, kann ich hier schon irgendwas machen? Ich glaube nämlich nicht. Gibt es hier irgendwas, was ich vielleicht... Da! Guck mal, Froschfluch. Dann nehmen wir uns davon was mit. Sehr gut. Und dann lass mich mal ganz kurz überlegen, wie wir das jetzt am klügsten machen. Wir reisen per Schnellreise nochmal zur Drachenhöhle, denn dahinter soll irgendwo ein Stein sein. Denn hier ist ein Stein, den soll man erstmal finden, ne? Hier liegt ein Stein, den nehmen wir mit, den brauchen wir. Und wir müssen weiter nach links. Da, wo der Magier steht, sollen wir unseren Metalldetektor mal benutzen. Oh, hier steht kein Magier, hier steht... Ich hab vergessen, was das für ein Abbild war. Hier war der Riese. Hier ist der Magier. Das heißt, hier benutzen wir mal den Metalldetektor. Ich bin ein Glückspilz. Ich werde das sehr vorsichtig machen. Puh, Explosion. Wow, das ist echt starkes Metall. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir jetzt per... Das geht doch so nicht. Per Schnellreise wieder ins Dorf zurück. Zum Schmied. Und der Schmied, der kann uns... den Stein, den wir gefunden haben, mal aufbrechen. Das ist einfach nur dumm. Benutze Stein mit Amboss. So, sehr schön. Und wir bekommen ein Fossil und ihr wisst, möchte. Die Frage, kommen wir per Schnellreise schneller dahin? Jetzt muss ich ihn halt finden. War der rechts von der Trollbrücke oder links? Ich glaube, der kam nach der Trollbrücke. Der müsste hier kommen, oder? Nein, war der unten? Oh, Orientierung wieder. Wir können dem Sausophon-Typen sein Sausophon wiedergeben, oder? Auch nicht. Dann war er tatsächlich links. Oh Gott, ich brauche eine Karte, eine ausgedruckte von Simon the Sorcerer. Eine Weltkarte. Ich meine, gibt es bestimmt im Internet, wo jemand halt die ganzen Bilder aneinander gereiht hat. War der hier? Nee, der müsste oben gewesen sein. So oben rum. Oh Gott, ich und Orientierung, gell? Ich sag's euch. Eine Stunde ist schon rum. Ja, die Farbe muss noch trocknen. Eigentlich können wir es ihm ja wiedergeben, oder? Wir brauchen es ja nicht mehr. Wir haben den Baum damit gefällt. Ah, war der hier? Es kann sein, dass der hier war. Hier? Ne, hier kommt jetzt die Eule, oder? Ah, oh, und bei der Kreuzung... Moment, nach oben ging's... Da ging's... Ah, wir sind hier! Sehr schön! Nice! Oh, Gott! Herr Dr. Jones?
Depot ist das versprochene Fossil. Gib es mir bitte. In meinem Inventar tatsächlich. Fang! Ich kann das nicht glauben. Das ist ein sehr seltenes Exemplar. Es ist eine Amöbe aus der Kreidezeit. Das könnte es sein. Werde ich nun so reich und berühmt wie Sie? Natürlich, natürlich. Sage mir nur, woher du es hast. In den Craggy-Bergen. Ich habe meinen Metalldetektor dort. Was ist das wert? Kein blassen Dunst. Nein, in den Craggy-Bergen? Ich habe meinen Metalldetektor dort. Exzellent. Ich muss sofort dorthin reisen. Ich muss nur meine Sachen zusammenpacken. Okay. Will ich ganz kurz gucken. Wenn wir ganz kurz ins... Moment, der war einfach eins links von der Berg... Okay, jetzt wissen wir es. Benutze diese Karte. Nein, ich hab doch benutzen. So, dann müssen wir nochmal in die Craggy-Berge. Und jetzt müsste der ja eigentlich hier sein. Ah, war das. Moment, das war links vom Riesen, gell? Das war. Also da kommt jetzt erst nochmal der Riese. Das heißt, wir hätten uns eigentlich direkt zum Riesen porten können. Na, egal. Hier finde ich mich wenigstens wieder ein bisschen zurecht. So, und hier, Moment, hier haben wir Schmutz. Und das Loch, dann sprechen wir nochmal mit dem. Die richtige Mutter Erde. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Das ist absolut richtig, deswegen wollte ich auch mit dem Loch reden. Ich möchte nicht, dass er weiß, dass ich hier bin. Ach, er so. Wäre bestimmt nicht erfreut, mich zu sehen. Warum? Warte, bis ich den Bengel in die Finger kriege. Ach so, weil hier gar nichts ist eigentlich. Hilfe! Hilfe! 110! Was? So, hier soll aber irgendwo... Teufel. Ich habe die Schaufel abgebrochen. Im Schmutz? Wie komme ich nur aus diesem Loch? Ich hasse den Jungen. Was will ich mit Dreck? Hier muss ja irgendwo... Verflucht. Ah, wir müssen... Verflucht. ...den Schmutz untersuchen. Ein Haufen Dreck, ausgegraben von Dr. Henry Jones. Hier liegt auch ein wenig Milrit-Erz herum. Okay, und jetzt können wir wohl das Milrit... Da. Können wir das Milrit-Erz mitnehmen. Wunderbar. Sorry, dass ich jetzt... Ah, da muss man mal drauf kommen, ne? Da muss man mal drauf kommen. So, jetzt haben wir es aber. Und mit dem Milrit-Erz können wir wieder zurück ins Dorf. Und uns vom Schmied einen Axtkopf machen lassen, wo auch immer der Händler jetzt hin ist, der Ominöse, der hat sich verzogen, der hat seinen Gewinn gemacht. Kann ich dir das einfach geben? Anscheinend. Kannst du damit etwas anfangen? Ich kann vieles mit so einem Metall anfangen. Gut, ich benötige einen Axtkopf. Kein Problem. Solange ich die Reste behalten darf. Sicher. Das klingt nach einem fairen Deal. Dann wird es halt ein kleinerer Axtkopf, weil er möglichst viele Reste haben will. So, sehr schön. Man sieht sich. Und damit können wir jetzt... zum Holzfäller, der unten rum war, ne? Ja, muss unten rum gewesen sein. Oben rum war ja der Sumpf. Das wird überhaupt keinen Sinn machen. So. Guck mal, ich werde alles verkaufen müssen. Hab hier was für dich. Das glaube ich nicht. Die Glücksfee muss mir heute gutgesinnt sein. Ich probiere es sofort aus. Ich bin die Glücksfee. Passt auf, Bäume. Hier komme ich. So, dann gehen wir mal in sein Haus rein und schauen uns hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Ein Steigeisen.
Das brauchen wir doch. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Haken. Ein Anschauungs- Ein Haken, mit dem man einen Topf übers Feuer hängt. Okay, ja, cool. Warum auch immer der ein Hotspot ist. Da noch irgendwas? Nein, sonst haben wir überhaupt nichts hier. So, dann gehen wir wieder hier hoch, wo wir das Steigeisen ja benutzen können. Hoffentlich. Benutze Steigeisen. Ah, Moment, ich bin eine Map zu früh. Whoopsie! Whoopsie dupsie! So. Benutze Steigeisen mit Loch. So, einen Hammer haben wir ja. Oder er legt das Steigeisen einfach dahin. Auch eine Option. Was bist du für ein... Der sieht so grumpy aus, der Schneemann. Eine sehr armselige Spezies. Hat nicht mal Ohren. Au! Ich sollte nicht von einer Pfütze Wasser und einer Möhre aufgehalten werden. Sieht doch seltsam gegen... Ich bin der mächtige Benutzer der mystischen Magie. Ich sollte nicht von einer Pfütze Wasser und einer Möhre aufgehalten werden. Ich kann einen Hinweis gebrauchen. Okay, ich kann einen Hinweis gebrauchen. Ich glaube, er sagt, gib auf. Das geht doch so nicht. Natürlich geht das so nicht. Das ist eine Schachtel Streichhölzer. Das geht doch so nicht. Ich kann ihn also nicht, mit, den Streichhölzern schmelzen. Gut, dann machen wir wieder den Abgang. Und wie wir da dran vorbeikommen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.